Meerschweinchen beim Fressen beobachten. Kriegen die anderen auch so laut? Das ist unscharf, wird, da kann ich nichts für. Ganz ruhig, es passiert nichts. Ganz ruhig. Kamera ist interessant, stimmt's? Und jetzt zeige ich mal die beiden. Ich habe vorhin aus Versehen falschen Knopf gedrückt.
Das ist Snowball hier. Der ist kitzelig. Und da ist Crumble. Und da ist Foxy. Der ist unbeeindruckt. Der hat mich auch schon mal daddeln gesehen mit dem Handy. Foxy hat mich schon mal mit dem Smartphone auch schon mal daddeln gesehen, deswegen interessiert die Kamera ihn auch nicht. Aber ich beschäftige mich auch viel mit den Meerschweinchen. Ich nehme die raus, kau die, lass die auf meinem Bauch liegen. Dann wärmen die sich. Und dann tue ich die wieder in den Käfig. Und zwar sehr lieb. Und zwar sehr langsam. Und wenn die runterspringen sollten, dann haben die selber Schuld. Ist nicht böse gemeint, aber Meerschweinchen haben ja auch ihren eigenen Dickkopf. Wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Das stimmt. Den Video schalte ich die Kommentarfunktion ab. Hä, was ist mit dir jetzt los? Jetzt frisst das ihn auch noch von der Nase weg. Hätte er noch rausgehen können und sich das holen können. Appetit. Jetzt gehe ich ja noch mal zu ihm zurück. Ja. Da kann er ordentlich reinhauen heute Abend. Und da packe ich ihn heute Abend auch noch was rein um 20 Uhr. Da auch. Ich packe den jeden Tag was rein. Jeden Tag. Und die Hütten sehen so aus, weil die meistens öfters oben drauf sind. Na, ich werde auch mal demnächst wieder neu kaufen. Ich habe die einfach so mal gezeigt. Mal sehen, wie die reagieren. Aber ich mag mir Schweinchen noch sehr liebevoll mit denen um.